Simon Baumgarten ist Profi-Handballer. Er ist das Urgestein beim TVB 1898 Stuttgart. Er ist leidenschaftlicher Angler, Hobbykoch und er ist Unternehmer. Denn Baumgarten ist auch noch Inhaber und Leiter eines kleinen, aber sehr feinen Fitness- und Trainingscenters. In Fellbach betreibt er das Bewegungsmuster. Also wir sind ein kleines Mikrostudio mit 160 Quadratmetern. Wir bieten neben der privaten Physiotherapie auch Training in Kleingruppen an. Das heißt, wir machen mit Langhandel, mit Kettlebell, aber auch so Geschichten wie Mobility, was immer wichtiger wird. Also einfach beweglich und geschmeidig bleiben, auch im hohen Alter. Wir bieten das wirklich auch an für Leute, die schon lange keinen Sport mehr gemacht haben, die einfach wieder einen Einstieg suchen. Wir haben da auch Steigerungen drin im Training und können das dann aufgrund der kleinen Gruppen dementsprechend auch steuern, wer was in welchem Training machen kann. Begonnen hat er seine Handballkarriere mit 5 Jahren beim TV Wissgoldingen. Seit 2004 spielt der 33-Jährige für den TVB. Nur kurz unterbrochen durch ein Intermezzo bei Frisch auf Göppingen. Seine Unternehmerlaufbahn beginnt er 2016. Ja, also angefangen hat das Ganze, dass ich ja natürlich im Fitnessstudio trainiert habe oder auch in den vom Verein zur Verfügung gestellten Örtlichkeiten trainieren durfte und war dann natürlich auch mit dem, wie es im Fitnessstudio lief, so nicht zufrieden und habe dann gedacht, okay, ich möchte gern was machen, wo ich die Philosophie zu trainieren selber gestalten kann und selber einen eigenen Weg gehen kann, um das den Leuten näher zu bringen und auch vielleicht natürlich auch die eine oder andere Geschichte aus dem Spitzensport zu erzählen. Stabilität, Beweglichkeit, Kraft und Koordination. Das sind die Komponenten der Trainingsphilosophie im Bewegungsmuster. Die Stärkung des Gesundheitsbewusstseins steht hier im Mittelpunkt. Verständlich, denn wer so lange im Spitzenhandball aktiv ist, bleibt nicht verletzungsfrei. Vor allem als Kreisläufer muss Baumgarten oft dahin, wo es weh tut. Da kann die sportliche Karriere auch ganz schnell mal vorbei sein. Gut, leider Gottes hat es mich natürlich doch das ein oder andere Mal auch schon mit einer Verletzung erwischt, die auch langwieriger war als gedacht. Und ja, Spitzensport ist irgendwann vorbei. Jetzt bin ich Anfang 30. Wie lange kann man das immer machen, ist immer die Frage. Wenn es gut läuft, noch 1, 2 Jahre, aber dann muss man dann doch noch bis zur Rente ein bisschen was machen. Und ich wollte einfach ein zweites Standbein haben, um einfach mit dem, was mir Spaß macht, mit meiner Leidenschaft direkt in den Beruf dann starten zu können. Frühzeitig schon an die Zeit nach der Profisportkarriere zu denken, das rät Routinier Baumgarten auch der jungen Spielergeneration. Ja, wenn man natürlich im Fußball ganz oben mit dabei ist, kann man sicherlich auch nach der Karriere davon leben, aber in den meisten anderen Sportarten ist es doch leider so, dass irgendwann die Karriere zu Ende ist und dann geht es eigentlich direkt los mit dem Berufsleben. Ich kann daher also wirklich nur jedem empfehlen, wer nicht arbeiten will, das ist ja gar kein Problem, kann aber auch nebenher studieren, aber macht irgendwas, macht eine Ausbildung, macht ein Studium. Das hilft euch einfach nachher bei der Karriere, nach der Karriere einfach mit einem leichteren Einstieg, weil mit 30 dann irgendwie mit so 15-, 16-Jährigen eine Ausbildung machen, ich weiß nicht, kann man natürlich machen, aber wenn man da Forscher was machen kann, kann ich das nur empfehlen. Und auch für den Kopf ist es ganz gut, sich nicht nur mit Handball zu beschäftigen. Ja, für mich persönlich sehr, sehr wichtig, dass ich außerhalb vom Handball natürlich auch noch andere Kontakte habe und natürlich mir auch mal über was anderes Gedanken mache, wie nur, wer ist der nächste Gegner. Es ist natürlich keine Frage vorm Spiel richtig wichtig, sich mit den Sachen zu beschäftigen, die man dann im Spiel braucht, aber dann außerhalb vom Spiel oder wenn mal eine spielfreie Zeit ist, dass man einfach auch mal andere Sachen sieht, einen Tapetenwechsel hat und auch mal sich mit anderen Leuten umgibt und nicht immer nur über Handball in meinem Fall redet. Spitzensportler denken eben doch nicht nur eindimensional. Viele zumindest. Simon Baumgarten ist dafür ein gutes Beispiel.